Ja, hallo und moin, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Werners Liederkoffer, Folge 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt alle folgenden Ausspruch: bloß nichts wegschmeißen. Man könnte es ja vielleicht noch gebrauchen. Die Frage bleibt: braucht man es hinterher wirklich noch? Meistens schmeißt man es sowieso wieder weg. Außerdem birgt das ja auch einige Gefahren, dieses Sammeln von Dingen, die man gar nicht braucht. Es könnte sein, dass man irgendwann in einem Zelt aufwacht. Meine eigenen Erfahrungen habe ich in einem Lied zusammengestellt. Das Lied heißt: Wer weiß, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Viel Spaß damit und nun geht er los. Wer weiß, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Wer weiß, wofür es nochmal wichtig ist. Ein Geschenk oder Kauf, egal, wir heben alles auf. Selbst die Marmeladengläser schmeißen wir nicht weg. Der Nachttopf ist verrostet, hat irgendwo ein Leck. Ein Erbstück von Gertrude, da hängen wir schon dran, mit dem man später sicher noch Geschäfte machen kann. Plattenspieler, mein Prothese, Fotoapparat, nicht mehr funktional, ein Zigarettenautomat. Das Bild mit diesem Hirsch, das du mir vor Jahren gabst, und vom Urlaub noch ein buntes Bilderbuch vom Papst. Wer weiß, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Wer weiß, wofür es nochmal wichtig ist. Ein Geschenk oder Kauf, egal, wir heben alles auf. Viele Tassen, Teller und das braune Telefon, gehüllt in der verzierten Brokatimitation von Karin, dieses Kunstwerk, ein Clown, der dich anlacht. Aus Wäscheklammern mit viel Mühe liebevoll gemacht. Und für den Fall der Fälle fallen mir die Zähne raus, hab ich Gott sei Dank den Zahnersatz von Onkel Klaus. Der Föhn ist zwar kaputt, da kriegt man immer einen Schlag, doch gibt es immer einen, dem man sowas schenken mag. Wer weiß, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Wer weiß, wofür es nochmal wichtig ist. Ein Geschenk oder Kauf, egal, wir heben alles auf. Kisten voller Briefe vom geplatzten Liebestraum und jedes Jahr dazu ein neuer Tannenbaum. Der Schrank von Tante Erna perforiert von einem Wurm und aus Plastikgold ein wunderschöner Eiffelturm. Wir heben alles auf, das braucht man sicher noch, alles wird wieder modern, na klar, das weißt du doch. Der Fahrplan aus der Reichsbahnzeit hat Aktualität, denn heute fallen die Züge aus oder kommen zu spät. Wer weiß, vielleicht kann man das noch gebrauchen. Wer weiß, wofür es nochmal wichtig ist. Ein Geschenk oder Kauf, egal, wir heben alles auf. Der Keller ist belegt, da geht schon längst nichts mehr. Der Boden kracht und biegt sich unter dem Gewicht schon sehr. Die Garage überfüllt und die Küche vollgestellt. Und wenn die Stube dicht ist, ha, dann wohnen wir im Zelt. Ha, ha. Wer weiß,
ist, vielleicht kann man es noch gebrauchen. Wer weiß, wofür es nochmal wichtig ist. Ein Geschenk oder Kauf, egal wir heben alles auf. Egal wir heben alles auf. Ja, danke, liebe Freunde, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr den Titel auch gerne mal teilen oder liken. Oder schaut beim nächsten Mal wieder rein. Weitere Infos, auch über die ganzen Texte, gibt es auf meiner Seite www.werner-winkel.de. Und dann gibt es noch eine andere Seite über unsere plattdeutsche Musik. Die heißt www.plattgold-folk.de. Jo, das war's nun für heute. Macht's gut, hol die Fruchti und adios.